Mein Gott, warum trischt er denn immer nur auf mich ein? Er sieht doch, dass ich nur mehr da liege und mich nicht mehr wehr. Ich bin fertig. Total fertig, das sieht er doch. Das Gesicht, ich muss mir das Gesicht schützen. Ich muss mir die Hand fürs Gesicht halten. So viel Blut überall. Aus der Nase, aus dem Mund, aus den Ohren, aus den Augen, überall rinnt mir schon das Blut aus. Er soll aufhören. Bitte, bitte, er soll aufhören. Wie ist denn das? Wie war das da? Da war die kleine Blonde mit den schwarzen Stiefeln. Und ich hab was gesagt und sie hat gelacht und dann bin ich hinter ihr raus aus dem Lokal und da war das Auto. Er ist ausgestiegen und dann hat er zugeschlagen und ich hab zurückgeschlagen. Wo ist denn jetzt die kleine Blonde? Warum sagt sie ihm denn nicht, dass er aufhören soll? Die ganzen Leute, die da herumstehen und zuschauen, warum sagen die denn nichts? Warum machen die denn nichts? Mein Gott, jetzt fängt er an mit den Füßen zu treten. Die Hand muss fürs Gesicht, schnell. Es geht nicht. Ich kann die Hand nicht bewegen, ich kann überhaupt nichts mehr bewegen. Ich möchte ihm so gern sagen, dass eh alles in Ordnung ist mit seiner Kleinen. Alter, komm, geh mal auf ein Bier, möchte ihm sagen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr schreien, ich kann gar nichts mehr. Ich kann nur mehr schrecklich klar denken. Aber eins ist komisch. Es tut nicht mehr weh. Er tritt mir dauernd mit seinen Schuhen ins Gesicht und es kracht immer, wie wenn man einen Händelhaxen bricht. Aber ich spür nichts. Wenn ich eh nichts mehr spür, was will er denn noch mehr? Der will mich totschlagen. Um Himmels Willen, warum macht denn niemand was? Der will mich totschlagen. Gleich hat er es geschafft. Gleich haben wir es beide geschafft. Ich spüre mich schon ganz leicht werden. So ist es also, wenn man da schlagen wird. Der Körper ist schon hin. Nur die Gedanken funktionieren noch. Und die werden dann auf einmal anreißen. Ganz plötzlich, wie wenn man das Licht antrat. Und dann ist aus. Dann bist weg. Endgültig. Es ist verrückt. Ich weiß genau, ich lieg da auf der Straße und hab trotzdem das Gefühl, als ob ich einen Meter über